Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung to go, der Podcast, der niemals die Hoffnung verliert. Heute geht es weiter in dem Psalm 23, nämlich mit dem Vers Nummer 3. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Gelesen aus der Luther-Übersetzung. Wenn dir der Vers 1 und der Vers 2 noch fehlen, kein Problem, denn ich habe damit begonnen. In Folge 31 geht es um den ersten Vers und in Folge 32 um den zweiten Vers. Heute in der Folge 33 geht es um den dritten Vers. Ganz spannend, sich mal den Psalm 23 so Vers für Vers vorzunehmen und darauf rumzukauen, denn diese Zeit nehmen wir uns ja ganz oft nicht. Ich habe mir diese Zeit genommen und ist direkt als ein Kapitel in meinem Buch drinne. Natürlich, übernatürlich, das kannst du über unseren Shop beziehen. Wenn du das nicht möchtest und lieber einfach nur meiner Stimme lauscht, während ich daraus vorlese, ist das völlig in Ordnung. Wenn du aber neugierig bist und gerne selber stöberst und die Buchstaben vom Buch herabliest, dann freue ich mich auf deine Bestellung. Aber jetzt Schluss mit der kleinen Werbepause. Ich hoffe, es geht dir gut und wir können direkt weitermachen. Vers 3. Also, er erquicket meine Seele, also natürlich auch deine Seele, und er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Was und wie und wo geht das? Schauen wir einmal, wie das bei der Königin Esther war. Gott freut sich mit uns über einen erfüllten Tag im Spa. Ups, was hat jetzt das damit zu tun? Wir können nämlich auch in dem Wasser baden. Das Wasser wurde ja in einem Vers 2 erwähnt. Und jetzt sage ich dir, hey, wir können auch den Tag genießen, indem wir mal im Wasser sind. So wie die Königin Esther ja auch einfach schön gemacht wurde für den König. Wenn wir nämlich im Spa sind, dann können wir einfach mal unsere Seele baumeln lassen. Natürlich nur die, die so etwas mögen. Für andere wäre das ja Quatsch. Es würde dann dich ja stressen und nicht erquicken. Sich also Zeit zu nehmen für den eigenen Körper, kannst du auch auf andere Arten und Weisen. Aber was für uns alle gleich ist, ihn zu pflegen mit all seinen inneren und äußeren Narben, das ehrt Gott. Warum? Er hat uns unseren Körper geschenkt. Vor meinem Unfall war ich ziemlich auf mein Äußeres bedacht. Ich war erst 16, aber ich war schon richtig drin. Wie viele Teenager. Gott sei Dank war das damals aber noch zu einer Zeit vor Social Media. Der Antrieb war aber zu jeder Zeit der gleiche. Denn wir alle sehnen uns danach, geliebt und angenommen zu sein. Wir wollen dazugehören. Wollen nicht am Rand stehen, sondern mittendrin. Dieses Verlangen ist von Gott in uns hineingelegt worden. Er selbst trägt eine unstillbare Sehnsucht nach seiner Schöpfung in sich. Ohne seine DNA würden wir vermutlich nie auf die Suche nach ihm gehen. Wir würden uns selbst genügen und auf eigenen Gewinn bedacht sein. Upala, erleben wir nicht genau das um uns herum? Ich denke, dass wir alle tief in uns wissen, dass es da mehr gibt als unsere eigene Genialität. Somit gehen wir über diese Erde auf der ständigen Suche nach Befriedigung, nach dem nächsten Kick. Einige von uns versuchen mit Beziehungen zum Mensch oder Tier das zu erreichen, was nur mit Gott möglich ist. Unser Innerstes schreit nach Nähe. Nur die Begegnung mit unserem Schöpfer verschafft uns den Frieden, den wir ersehnen. Deswegen sagt Jesus, dass er unsere Seele erquicken will. Gott möchte uns führen und wir werden die vollständige Versorgung an Leib und Seele erfahren, wenn wir ihm vertrauen und folgen.
wird es uns an nichts mangeln. Da kommt wieder etwas aus dem Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Schauen wir noch einmal zu dem Schäfer. Er prahlt mit seinen Schafen. Jesus prahlt mit dir. Er ist stolz auf sie und bietet ihre Wolle zu einem hohen Kaufpreis an. Ich stelle mir vor, wie Jesus mit einem Bild von mir durch den Himmel geht und jedem Engel, den er trifft, und das sind wirklich viele Engel, mein Foto zeigt. Er sagt dabei, guck mal, das ist meine Anja, ist sie nicht hübsch? Schau nur, wie niedlich ihre Nase ist und ihr Haar, wie es glänzt. Hast du ihre Locken gesehen? Die habe ich ihr geschenkt. Sie hat sich so darüber gefreut. Guck dir ihre Fingerchen an, so klein und zart. Das Rot ihrer Lippen ist hinreißend, nicht wahr? Dann geht er zum nächsten Engel und spielt ein Video von seiner Playlist ab. Hör mal, wie schön sie singt. Der Engel hält sich die Ohren zu und rollt mit den Augen. Er hat jeden, wirklich jeden schiefen Ton gehört. Aber Jesus ist begeistert und kleine rosa Herzchen ploppen aus seinen Augen hervor. Du denkst, das ist verrückt? Du hast recht. Ich bin verrückt. Verrückt nach Jesus. Das darf jeder hören. Ich bin so verliebt in meinen König und Erlöser, dass ich es von den Dächern dieser Welt schreien möchte. Verliebte tun verrückte Dinge. Sie träumen in bunteren Farben als andere. Sie denken größer und sind spontaner. Wer im siebten Himmel ist, trägt eine Brille, die den anderen in einer Puderwolke erscheinen lässt. Dadurch wird man nicht blind für die sichtbare Welt, aber man wird sensibler mit dem Herzen zu schauen. Ich bete, dass ich diese Leidenschaft niemals verlieren werde. Der Hirte nimmt seine Lämmchen auf die Schultern, wenn sie müde sind vom langen Laufen. Er krault sie hinter den Ohren, spricht liebevolle Worte zu ihnen, singt mit ihnen am Lagerfeuer und weist ihnen den Weg durch enge Schluchten und über schmale Brücken. Er möchte keinesfalls, dass auch nur eines verloren geht. Jedes Schaf ist ihm gleichermaßen wichtig. Wenn eines vom Weg abkommt, geht er ihm hinterher. Er sucht so lange, bis er es gefunden hat. Erst dann geht er zurück zur Herde. Jesus erzählte uns in Lukas ein Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eines davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir! Ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden! Lukas 15, Vers 4 bis 6. Seine anderen Schafe lässt er keinesfalls alleine zurück. Er übergibt seine Verantwortung den Hütehunden. Sie sollen unter Einsatz ihres Lebens für das Wohl der Schafe sorgen. Oh wow, das steht ja auch im Psalm 91, wo Jesus seinen Engeln befohlen hat, auf uns aufzupassen. Natürlich sind Hunde keine Engel, aber der Schäfer folgt hier einem göttlichen Prinzip. Er überträgt die ihm verliehene Fürsorgepflicht an kompetente und speziell ausgebildete Hüter. Lesen wir, was die Bibel dazu sagt. Jetzt wollen wir den Menschen machen, nach unserem Ebenbild, der uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, ja als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde.
1. Mose 1, 26 bis 28. Wir lesen hier gleich zweimal, dass wir Autorität über die Welt bekommen haben. Verfügt über die ganze Erde, über die Tiere. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere. Bedauerlicherweise vertauschte der Mensch diesen Auftrag mit aggressiver Durchsetzung seiner Ideale. Mutter und Vater wurden zu Tätern, weil sie zuvor dieses Muster von ihren eigenen Eltern vorgelebt bekommen haben. Kinder werden groß und setzen dieses Modell in Schule und Gesellschaft um. Eine ganze Nation wird dadurch geprägt. Wir bekommen ein Bild von einem mitleidlosen Gott, der allein seine herrischen Pläne verfolgt. Wenn er sagt, ich will dich auf rechter Straße führen, um meines Namens willen, steigt Angst in uns empor, ausgeliefert zu sein, wenn wir uns ihm anvertrauen. Eltern sollten ihre Kinder bereits auf sicheren und mit Liebe gepflasterten Wegen führen. Gott weiß, dass wir in einer sündhaften Welt leben, in der die vollkommene Liebe nur durch ihn Einzug hält. Bei all unseren Bemühungen kann nur er uns wirklich kompetent und sicher führen. Wow! Was geht dir durch den Kopf? Ich würde so gerne Mäuschen spielen, jetzt in diesem Moment. Aber das geht natürlich nicht. Daher freue ich mich sehr über Kommentare. Was meine Anmerkung zu diesem Vers 3 in deinem Kopf bewirkt haben, in deinem Gefühlsleben, aber auch in deinem Geist. Bist du jemand, der die Anklage gegen die Eltern und andere erwachsene Autoritätspersonen loslassen kann? Bist du jemand, der Vergebung aussprechen kann und sich dem wahren Hirten anvertrauen kann? Oder bist du jemand, der lieber die Kontrolle komplett in seiner Hand hat und niemanden an sein Herz ranlässt? Wie auch immer du unterwegs bist, ich wünsche dir und bete dafür, dass Gott dein Herz erreicht und dass du sein Herz erreichst und dass ihr in dieser Einheit zusammenleben könnt, die er sich für dich immer gewünscht hat. Schreib mir gerne auch über Instagram oder über unsere Homepage www.hoffnungtogo.de/feedback. Pass bis dahin auf dich auf, deine Anja.